Die Einheiten sind alle tot. Errungenschaft freigeschaltet. Ein-Mann-Armee. Zerstören Sie 6 Kanonenboote in Half-Life 2. Auch nicht noch einer. Och, das reicht doch jetzt auch mal. Es ist auch irgendwann mal zu viel, das Leben. Ja, macht. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Gut, dann ist die Munition hiermit verbraucht. Oh ja, ganz großes Kino. Ha, Vollgas-Action hier. Genau, ihr hüpft da mal runter. Was? Warum klingt mir das nur schon wieder so nach Headcrabs? Dr. Freeman, seit der Unterdrücker abgeschaltet und das Tor offen ist, können wir hier Leute durchbringen. Die Combine werden das spüren. Wir haben auf dem Platz eine Kiste Raketen verloren. Wenn du es dorthin schaffst, hast du alles, was du wegen dieser Strider brauchst. Okay. Los jetzt alle!
Gut, ich weiß zumindest, wo es jetzt lang geht. Wo ist die Granatenkiste jetzt, verdammt nochmal? Das war ein Fail. Ein glasklarer Fail. Denen ist mit normalen Waffen eindeutig nicht beizukommen. Raus hier! Ja, Blutverlust festgestellt. Hat doch gesagt, auf dem Marktplatz haben sie irgendwie Raketen verloren. Warum komme ich hier nicht hoch? Wo sind die? Aha. Gut, ich weiß jetzt zumindest, wo es die Munition dafür gibt. Und jeder Schuss muss ein Treffer sein. Das war schon mal daneben, deswegen lade ich neu. Die Munition ist offensichtlich nicht so weit gestreut. Ja, ganz klug. Rein da, rein da, rein da. Oh, das ist natürlich besser hier. Ach so. Ja, klasse. Das war's mit Granaten. Ich würde sagen, fast die Combines sind mein geringstes Problem. So. Nochmal laden. Jeder Schuss muss ein Treffer sein. Nochmal laden.
Nein! Bleib doch mal stehen, so dich ordentlich treffen kann. Komme ich nirgendwo raus. Ach je, ist das spannend schon wieder. Ist doch der gleiche Tunnel wie jedes Mal, oder? Renn, Gordon, es geht hier um dein Leben. Kommt man nicht hoch. Gut, dann heißt es das Neuladen-Prinzip. Wo sind denn noch Punkte, wo Granaten liegen könnten? So, speichern. Nope. Also, jetzt hat man die los. Wie kommt man jetzt an die netten Kollegen da außen rum? Offensichtlich auch nicht, weil da ist nämlich alles verschüttet. Gut, das hat sich damit dann erledigt. Ich weiß aber auch nicht, wo ich hin soll. Och nee, also es macht jetzt langsam doch ein bisschen keinen Spaß mehr. Wie viel hält das Ding bitte aus? Das versuchen wir nochmal. Ist das jetzt bitte gewesen? Ach so, jetzt sind es nur noch die Combine. Naja. Man hat ja sonst nichts zu tun.
Meine Fresse, meine Fresse. Da geht's auch nicht hoch. Da geht's auch nicht hoch. Im Endeffekt geht's nur hier hoch. Also das ist auch noch einer von uns hier. Ich bin echt gerade doof. Vielleicht komme ich ja hier doch durch irgendwie. Es könnte klappen. Sieht doch schon ein bisschen so treppenartig aus. Ne, da ist irgendwie eine Wand. Da komme ich nicht hoch, oder? Komme ich da hoch vielleicht? Nö, kommt man nicht hoch. Ja, nur wo geht's halt sonst lang, ne? Ich will eigentlich direkt zu den Combine, aber... Das geht ja hier auch nicht. Komme ich da jetzt durch? Da komme ich her. Ich bin total verwirrt. Komisches Viech. Ja, es gibt irgendwie keinen anderen Weg. Hier runter kletter, dann komme ich hier raus. Wenn ich da drunter durchkletter, dann komme ich in diesem Loch raus. Was mir aber so gar nichts bringt. Ich komme hier nicht hoch. Ja. Sichtkontakt, Sichtkontakt. Das war ein Sichtkontakt. Mann. Oh, das ist so doof, wenn man die Wegfindung. Jammer, Klag und Schluchz. Tür ist verschüttet. Soll ich vielleicht wieder zu dem